Hey ho, meine Lieben, heute wieder im Gärtchen. Gegrillt wird, es gibt leckere Chibabchichis vom Lidl. Ja, bloß, dass wir schnell was gegessen haben, weil heute muss die Markise weg. Ja, aber keine Panik, die kommt wieder hin. Nächste Streichaktion. Muss das Zeug halt erstmal weichen, oder? Genau. Ja, also wir stellen hier jetzt mal den Tisch hier weg und hau mich tot, dass ich hier einfach Platz habe, die Markise abzubauen. Mhm. Ja, und schwupp, schwupp ist die ganze Markise schon weg. Und danach noch das Brett hier. Dann schraube ich noch die, ich nenne es jetzt mal Leibung außen ums Fenster rum weg. Und dann kann ich mir schon mal Gedanken machen, wie ich hier oben alles schleife. Und wahrscheinlich erst einmal den oberen Teil rot anpinseln. Ja, dass wir einfach weiterkommen hier. Ich möchte auf alle Fälle so schnell wie möglich alles rot haben. Ja, und ich beug mich jetzt ganz weit vor, dass ich fast über Mikrofon bin beim Sprechen. Brett alles schon weg. Jetzt habe ich hier außenrum angefangen, das wegzuschrauben. Und hier wird heftig gegrillt. Ja, einfach bloß schnell ein paar Chibabchichis. Und ein paar Semmeln aufbacken schnell. Genau. Ja, mit Eiwa und Kräuterquark. Kräuterquark. Dann ab in Hals. So Leute, und fast hätte ich noch meinen Probierrolle vergessen. Einfach nur lecker. Da kann ich bloß wieder bloß sagen, so einfach kann lecker sein. Schnell die Chibabchichis auf den Grill. Die Semmelchen einfach mit drauf geschmissen, gegrillt und ja, dann mit dem Kräuterquark und dem Eiwa. Yum. Dazu natürlich wieder eine Kohledose. Und jetzt einen Anstoß, nur noch ein bisschen Gedanken machen hier. Wie verfahre ich weiter? Wie schleife ich das alles am besten? Und ja, ein bisschen zusammenräumen noch schnell. Und das war's dann für heute hier. Also ganz, ganz, ganz schneller Tag heute. So, meine Lieben. Tageswerk sozusagen vollbracht. Wieder nicht viel, aber mein Gott, was soll ich machen in der kurzen Zeit? Schleifen jetzt, da brauche ich auch nicht mal anfangen. Eventuell morgen. Nee, da muss ich endlich was anderes machen. Ach, schauen wir mal. Wir werden sehen. Alina wird von Mücken attackiert. Voll in den Rücken rein, ey. Das arme Kind. Ja. Ich denke, ich werde das alles hier einfach mit einem Schwingschleifer abschleifen. Die Wand ist ja schön gerade. Das sollte recht gut funktionieren und recht flott vonstatten gehen. Die Wand, ja, alles was quer ist und auch oben die Verlattung und die Balken. Ja, der Balken sieht immer so ganz so toll aus, aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Wird rot. Das Brett da hinten wird auch rot. Oben der Balken nach außen natürlich auch rot. Und das Brett hier runter lasse ich definitiv weiß. Ja, und hier hinten würde ich dann auch irgendwann nochmal einen Schnellanstrich vornehmen. Ja. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs vernünftig mit dem Ton. Ich habe es immer noch nicht gefunden, was das für ein Mist ist. Warum der Ton, wenn man hinter der Cam steht, auf einmal so schlecht ist. Weil vorher hat es ja auch immer funktioniert. Naja, dann sagen wir mal hier, Tschaikowski. Tschüss.
bis zum nächsten Mal. Wir genießen hier jetzt noch ein paar Minütchen, bevor wir dann aufbrechen und wieder heimfahren. Genau.